bei so viel, geehrter Präsident, Damen und Herren, bei so viel sozialdemokratischen Vorrednern muss ich doch noch mal eine Reminiszenz machen. Was würden die stolzen Toten vom Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, den patriotischen Sozialisten, die gegen die Nationalsozialisten gestanden, was würden die dazu sagen? Was würden die sagen gegen diesen Verrat, gegen diesen makronistischen Verrat an den deutschen Arbeitnehmerinteressen, dass deutsche Sozialdemokraten heute nichts Besseres zu tun haben, als den französischen Interessen hinterherzulaufen und ein Europa mit deutschem Geld zu finanzieren, was seinen Job nicht macht? Ja, das ist das große Ganze. Die Schreihälse, die große Stunde der Schreihälse. Jetzt lassen Sie uns das mal mit einem kleinen Detail untermauern, die ganze schräge Richtung, die das dank Ihres Tuns und Lassens nimmt. Ja? Schön, dass im Kapitel 0603, Titel 27202, dass man da erfährt, dass der Bundeshaushalt 103 Millionen aus Brüssel bekommen hat. Vom AMI, nee, nicht vom Amerikaner, AMIF, ich habe das F vernuschelt. Das ist der Asyl- und Migrationsfonds. 103 Millionen gab es da im Jahr 2016 als Rückfluss, Gegenleistung, wie auch immer. Ja? Und 17, 18 ist da schon nichts mehr für eingestellt. Und das, wo wir aus gesetzesbrecherischen Kanzlerinnen-Selbstgefälligkeitsgründen seit 2015, 16 mindestens 20 Milliarden sogenannte Migrationskosten am Hals haben, in Richtung 40 Milliarden, also des Verteidigungsetats. Diese gehören eigentlich in einem Umlageverfahren mindestens anteilig übernommen von einem sinnvollen, solidarischen EU-Haushalt. Ja, beim Wort solidarisch wird mir immer so ein bisschen schlecht. Das wird ungefähr so verwendet wie das Wort Liebe, vom Heiratsschwindler. So wird das Wort solidarisch von gewissen anderen Leuten verwendet. Ja? So, und dieser solidarische EU-Haushalt, der an dem Bundeshaushalt netto Geld zu überweisen hätte, anstatt ihn permanent anzuzapfen, wie er es seit der EU-Stunde null angetan hat, zusammen mit Mehrwertsteueranteil und Zolleinnahmen gehen jetzt mindestens 27 Milliarden nach Brüssel. Fast 4 Milliarden mehr als im Vorjahr. Und 4 Milliarden jährlich machen davon allein die Zolleinnahmen aus, die ja die traditionellen Eigenmittel der EU sind, seit 1958 schon. Und alle diesbezüglichen MFR-Nicht-Neuverhandlungsstrategie à la Oettinger, Merkel, Scholz geht da genau in die falsche Richtung. Immer mehr Geld wird für immer schlechtere Jobs verlangt. Weder Frieden noch Demokratie noch Wohlstand noch Sicherheit noch Zukunft wird aus derlei fortgesetzte Irreführung und Misswirtschaft generiert. Und neue Mitglieder würden nur auf Abwege der Nicht-Demokratie und Planwirtschaft gebracht. Eine recht planlose Planwirtschaft zumal. In Summe ist festzuhalten, dass seit der Wiedervereinigung von 1991 bis 2014 255 Milliarden nach Brüssel geflossen sind. Das sind 46% aller Nettozahlungen, die von Deutschland aufgebracht wurden. Und das, obwohl Deutschland nur einen 25-prozentigen Anteil am Sozialprodukt hat. Das ist der Professor Willecke, würde der Sozialdemokrat sagen, so ein Professor aus Heidelberg, kommt tatsächlich aus Heidelberg, seit 2011 müsste das bekannt sein. Und dieses Missverhältnis zwischen 46% der Nettozahlungen nach Brüssel beim alten Stand und 25% tatsächlichem Substanzanteil am Sozialprodukt der EU, das müsste doch nun jedem auffallen. Schönen Dank. Jetzt hat